Wo ist die Pusche? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog von mir. Ich habe ich habe mir so einen Hut bestellt. Ich fand es immer ultra cool in den amerikanischen Serien und Filmen, wenn die da einen Abschluss gemacht haben, dass die halt diese Hüte auf hatten und am Ende dann hochgeschmissen haben. Das habe ich mir auch immer gewünscht, aber ja. Das macht man hier nicht irgendwie. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich meinen Abschluss mache, dann möchte ich auch so einen Hut haben. Jetzt habe ich so einen, aber eigentlich auch ganz gut. Ich könnte in Amerika gar nicht zur Uni gehen, weil das wird dann so aussehen bei mir. Weil das ja nur bis hier geht und das sieht kacke aus. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei meiner Woche. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Dämlich. Erstmal lag hier ein Brett auf dem Boden und so eine kleine Dose, ne? Okay, gut, die haben vielleicht dann falsch irgendwie drauf gelegen und sind halt dann runtergeflogen. Und dann ich habe heute Morgen, habe ich meine Puschen rechts und links nebeneinander auf den Boden gestellt. Moment, so. Der linke und rechts daneben sollte der rechte sein. War aber gerade nicht aufzufinden. Ich habe gedacht, was ist denn das? Wo ist die Pusche? Ist Pusche überhaupt für ein Wort? Dann habe ich erstmal die ganze Wohnung abgesucht, habe gedacht, das muss da irgendwo sein. Bin sogar runter, habe in den Papiermüll geguckt, weil ich heute Papiermüll rausgebracht habe. Habe den Müll sogar durchwühlt wegen einer Pusche. Jetzt gucke ich, die hängt einfach in der Luft. Die Pusche hängt in der Luft. Ist so verrückt, Leute, ich zeig's euch. Hier hängt einfach die Pusche. Ich glaube, weil die schwarze Jacke, die da hängt, hatte ich gerade an. Ich glaube, beim Ausziehen habe ich die Pusche mit hochgezogen. Das wäre die einzig logische Erklärung. Aber wie geil ist das? Hängt die da einfach in der Luft? Am Schloss Moritzburg. Hier wurde drei Haselnüsse für Aschenbrödel gedreht. Kindheitstraum. Ja, und jetzt gehen wir hier so ein bisschen spazieren. Wunderschön. Da ist die Röbeth. Da. Herrlich, aber kalt. Da morgen Ostern ist, färben wir Eier. Voll klasse. Das habe ich eigentlich früher mit meiner Mama gemacht. Aber wir sind ja jetzt bei Roberts Eltern. Deshalb muss ich das alleine machen. Traurig. Ich gehe nach unten. Und hol mir die Kamera auf.
So. Tschüss.